K-A-B und Ai-Wei-Wei. Kennen Sie den Jorge Mario Bergoglio? Genau, das ist unser Papst, wo sein Name von der Franziskuskirche auf dem Waldhof übernommen hat. Er steht denen bei, denen, wo es dreckig geht. Der SV Waldhof zum Beispiel liegt dem Papst mehr am Herzen wie Bayern München. Obwohl das auch arme Teufel sind, bloß wissen sie es nicht. Der Franziskus ist mehr unser Papst, wie die Yogi L. unser Trainer ist. Wenn Franziskus was sagt oder macht, bin ich fast immer einverstanden. Mit dem Yogi fast nie. Wenn der Luft holt, dass man's Luftwasserrauschen hört wie auf dem Klo, muss ich wegzappen. Denn überbezahlte Hornebombel und rennende Werbeträger sollte man nicht zu viel Zeit widmen. Kennen Sie auch die KAB? Das ist die katholische Arbeitnehmerbewegung. Die Betonung liegt auf alle drei Buchstaben KAB. Es sind kritische Katholiken. Sie schaffen und kämpfen für die Arbeitnehmer. Das sind die, wo ihr Leben lang schaffen und ihre Arbeit für wenig Geld hergeben. Also eigentlich Arbeitgeber. Und die Monomer KAB ist in Bewegung. Die Leute sind fleißig, achtsam, liebevoll und zuverlässig. So kenne ich den KAB-Sekretär Ulf Bergemann und seinen Mitstreiter seit Jahren. Die Monomer KABler waren schon Franziskaner. Da haben wir noch gar nicht gewusst, wer der Jorge Mario Bergoglio ist. Letzte Woche haben sie eine politische Studiereise nach Berlin angeboten. Wir sind mitgefahren. Wir waren im Bundesrat, Bundestag und Kanzleramt. Wir haben den Monomer Abgeordneten Dr. Gerhard Schick getroffen. Die Begegnung mit dem und das Gespräch im Arbeitsministerium waren besonders informativ. Und wir sind auf der Spree, auf dem Landwehrkanal und auf der See um Berlin gefahren. Wir waren auf dem Gendarmenmarkt und am Holocaust-Mahnmal, an der Mauer und in der Ausstellung von dem chinesischen Künstler Ai Weiwei. Der ist tief verwurzelt in der Tradition und er ist revolutionär, intellektueller und Bauer, Kämpfer und Künstler. Er ist ganz einfach und hochkomplex. Er kommt von weit und ist mein Bruder. Das Wetter hat immer gepasst. Auf der Spree und auf der See hat die Sonne geschienen. Wie immer im Reichstagswahre hat es geregnet. Berlin ist eine tolle Stadt. International und deutsch. Viele Berliner sind freundlicher, wie ich es erwartet. Vielleicht ist es das internationale Interesse, das die Berliner aus ihrer Wir-sind-eine-Insel-Mentalität rausgelockt hat. Also alles gut? Nicht alles. In Berlin wird noch mehr geracht wie bei uns. Aber insofern ist es unsere Hauptstadt. Da muss ich an den Paulinke denken. Ja, 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 das ist die Berliner Luft, Luft, Luft. So mit ihrem holden Duft, Duft, Duft. Wo nur selten was verpufft, pufft, pufft. Manchmal wird ein einfacher Schlager von Silber zu einer hammerharten Satire.